Moin Leute, willkommen zu weiterem Video auf Armebanger und heute gibt es für euch eine One Piece News zu den vier Kaisern. In der neuesten Ausgabe des V-Jumps Magazine haben wir einen Artikel zu den vier Kaisern bekommen. Diesen werden wir nun besprechen und euch werde ich erstmal alle Infos raushauen, die wir dort geliefert bekommen. Als erstes sei gesagt natürlich, dass wir erst die Informationen besprechen, die hundertprozentig bestätigt sind, also die sehr, sehr möglich sind, bzw. die, wo wirklich stimmen könnten, und dann zu den anderen zwei Informationen, von denen man es nicht genau sagen kann, beziehungsweise das ist noch ein bisschen zweifelhaft, ist ein bisschen vage zu sagen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den wichtigsten oder beziehungsweise mit den hundertprozentigen News an. Also, als erste Information haben wir hier, dass Big Mom und Kaido über 2 Milliarden Berry Kopfgeld haben. Das heißt, sie werden wahrscheinlich über 2 Milliarden haben, das heißt maximal bis 3 Milliarden könnte ich mir vorstellen. Also es könnte vielleicht so sagen, dass man wirklich nicht höher als 3 Milliarden geht, sondern wirklich nur mindestens 2 Milliarden, aber über 2 Milliarden Barry auf jeden Fall. Das heißt, die werden wahrscheinlich ein bisschen höheres Kopfgeld als Blackbeard haben, oder das kann von 2,1 Milliarden bis 2,9 bzw. bis 3 Milliarden sein. Also das maximal 3 Milliarden könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Eine richtig coole Information eigentlich. Davor muss ich noch sagen, dass diese Informationen von den Editoren von oder sind, das heißt, es ist schon ziemlich safe, diese Informationen, gerade die obersten Informationen. Dann kommen wir zur nächsten Info. Shanks wird womöglich das höchste Kopfgeld der vier Kaiser haben. Ob er das höchste Kopfgeld der One Piece Welt hat, das kann man nicht genau sagen, finde ich. Das ist etwas schwierig zu sehen. Aber auf jeden Fall hat Shanks das höchste Kopfgeld der vier Kaiser, was schon krass ist. Zwei Punkte können dafür sprechen, weil er damals auf Rogers Schiff war, erstens. Der zweite Punkt, er hat auch einen Strohhut gehabt. Und der dritte Punkt ist halt, weil er weiß, wo das One Piece ist, beziehungsweise vielleicht sogar weiß, was genau das One Piece ist. Deswegen kann man sich das Kopfgeld vielleicht vorstellen, warum das höchste der Kaiser hat. Vielleicht, weil er auch der stärkste ist. Aber das kann man nicht sagen, weil Kopfgelder und Stärke ist eh, kann man eh nicht genau sagen. Es stimmt eh nicht ganz. Und ein weiterer Punkt, wo nicht ganz bestätigt ist, wo man nicht ganz sicher weiß, ist, dass Dragon ja der meistgesuchte Mann der Welt ist, aber Shanks der Mann mit dem höchsten Kopfgeld. So steht es zumindest in dem Artikel. Ist aber nicht zu hundertprozentig sicher. Man kann nicht sagen, ob jetzt Dragon oder Shanks das höchste Kopfgeld hat. Das müssen wir auf jeden Fall abwarten. Eigentlich macht es ja mehr Sinn, dass Dragon das höchste Kopfgeld hat und nicht. Aber ich glaube, man meint eher bei Shanks das höchste Kopfgeld von den vier Kaisern. So meint man das wahrscheinlich. Ist auch eine ziemlich coole Info, finde ich, weil so kann man wirklich sagen, okay, Shanks hat wahrscheinlich 4 Milliarden Berry Kopfgeld oder 5 Milliarden, sowas kann ich mir vorstellen, wenn er schon das höchste hat. Wenn schon ein Blackbeard, sagt man 2-4 Milliarden hat, sollte er schon 3 oder 4 Milliarden haben. Shanks ist der einzige Kaiser ohne Frucht. Macht, finde ich, sehr, sehr viel Sinn, und ich sage mal die Bestätigung, dass Shanks keine Frucht hat, ziemlich gut, finde ich. Shanks hat Kontakte zu den Gorosei, das wissen wir ja eigentlich schon. Das wurde nochmal angeteased, beziehungsweise nochmal gesagt. Ja, gut zu wissen, aber wussten wir ja schon. Jetzt kommen wir zu zwei Punkten, die ziemlich vage sind, beziehungsweise zu denen man nicht genau hundertprozentig sagen kann, was davon stimmt. Das ist wirklich Ansichtssache und Interpretationssache. Also der erste Punkt. Shanks ist sehr mächtig und ist in der Lage, leicht gegen die Admiräle zu kämpfen. Also es gibt zwei Interpretationen davon. Die erste wäre, dass ein Shanks, so gehen viele davon aus, ich zum Beispiel nicht wirklich, dass ein Shanks locker mit den Admirälen kämpfen kann. Das heißt, dass er eine ganz leicht die besiegen kann. Also laut manchen sogar stärker als zwei Admiräle oder drei Admiräle zusammen. Finde ich, stimmt, glaube ich nicht, finde ich, weil die Kaiser haben sich ja noch nie wirklich gegenseitig angegriffen. Wenn Shanks ja so krass stark sein soll, dann hätte doch kein Problem, einen Blackbeard oder einen Big Mom zu stürzen oder sonst was. Natürlich will er nicht das One Piece, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass wirklich ein Shanks viel, viel stärker ist als die anderen Kaiser. Ich finde, so das Gleichgewicht sollte schon so sein, dass die Kaiser und die Admiräle auf einem ähnlichen Level sind, dass der Unterschied nicht so groß ist. Natürlich, das Einzige ist halt bei Shanks, dass die wirklich alle Schiss vor ihm hatten, so gefühlt. Das könnte vielleicht dazu sorgen, dass vielleicht Shanks wirklich der stärkste Kaiser ist, aber das würde ich nicht unbedingt sagen, weil das ist echt ziemlich vage. Also ich würde das nicht als Hinweis nehmen auf die Kampfstärke von Shanks, und das ist ziemlich vage. Die zweite Interpretation, die ich schon deutlich besser finde, ist, dass man so meint, dass obwohl Shanks keine Teufelsfrucht hat, er gegen einen Admiral kämpfen kann, beziehungsweise gegen ihn antreten kann, selbst ohne Frucht. Das heißt, er hätte da kein Problem auch gegen ihn zu kämpfen. Das heißt aber nicht, ob er dann wirklich leicht gewinnen würde oder viel stärker ist als Admiral. Ist diese Interpretation, finde ich, deutlich besser, und wie gesagt, es gibt da jetzt nicht, man kann jetzt nicht zu 100% sagen, es ist so und so, weil das ist Interpretationssache, und müssen wir abwarten auf weitere Informationen oder auf
die weiteren Kapitel in One Piece bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Kommen wir zur letzten Information, die auch ein bisschen vage ist, aber und zwar interessant ist es auch, dass dieser Artikel Ruffy als Kaiser erwähnt, obwohl er dies am Ende mit einem Fragezeichen tut. Was bedeutet, dass noch etwas in der Luft liegt? Das heißt, von einigen wird er beachtet als fünfter Kaiser oder als erachtet quasi, von anderen wird er quasi nicht berücksichtigt, beziehungsweise von anderen wird er nicht erachtet, so steht zumindest in der Übersetzung. Nochmals ist es wirklich absichtlich vage so formuliert, weil diesen Fragezeichen ist vielleicht so eine kleine Andeutung, dass Ruffy noch kein Kaiser ist, aber von manchen schon angenommen wird als Kaiser, von manchen halt noch nicht. Ist, finde ich, auch wirklich nicht interessant, meine Meinung. Also ich finde es am uninteressantesten, dass da Ruffy als Kaiser erwähnt wurde, aber mit einem großen Fragezeichen. Das juckt mich ehrlich gesagt nicht so. Ich mag das Thema eh nicht so wirklich. Und das waren eigentlich die ganzen News. Fand ich schon geile Informationen in vier Kaisern. Vielleicht kommen ja noch mehr bald. Ziemlich nice News, finde ich, und dies wollte ich auf jeden Fall euch mal hier zusammenfassen und erklären. Wie gesagt, die letzten zwei Punkte, nimmt es nicht zu ernst mit Shanks, soll stärker, viel stärker sein als Admirale. Aber bitte passt auf mit dieser Aussage, dass Shanks viel stärker sein soll als Admiral oder ein Kaiser. Das will ich wirklich sehr, sehr aufpassen. Ich glaube, eh ein Admiral und ein Kaiser ist nicht wirklich ein krasser Unterschied von der Kraft her. Das ist meine Meinung zumindest. Was aber natürlich sein kann, was ich auch schon viele Ideen gehört habe, dass die Admirale nicht wirklich eine Chance gegen die Kaiser haben, aber die Gorosei, aber das finde ich, ist ein bisschen schwierig, weil man sollte die Admirale auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ansonsten schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, wie fandet ihr die News, wie steht ihr zu Shanks und generell, was ist einfach eure Meinung zu den News. Die ganzen Quellen und so werde ich euch unten in die Videobeschreibung posten. Ansonsten gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Wie auch immer, ciao, euer Anime-Banger.